So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 12. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Tierschutzverbandsklagerecht in Hessen einführen. 19/31/56. Das Wort hat Frau Kollegin Müller, SPD-Fraktion, Schwalmstadt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen braucht ein Verbandsklagerecht im Tierschutz. Immer noch, möchte ich sagen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in unserem Bundesland genießt der Tierschutz Verfassungsrang, und das ist gut so. Doch wie bei jedem Recht wissen wir, dass es gelebt und durchgesetzt werden muss. Aus der Geschichte ist bekannt, dass es nötig ist, dass Rechte wahrgenommen und verteidigt werden, und damit auch, dass sie einklagbar sind. Viele Grundrechte sind von Betroffenen und ihren Vertretungen auf dem Rechtswege präzisiert und gestärkt worden. Das Problem im Bereich des Tierschutzes liegt auf der Hand. Tiere als unsere Mitgeschöpfe sind zur Durchsetzung ihrer Rechte nicht in der Lage. Ein analoger Schutz in diesem Bereich ist deshalb angezeigt, dass anerkannte Tierschutzverbände quasi stellvertretend ein Klagerecht erhalten. Es finden sich in den Medien und übrigens auch in den Jahresberichten der Landestierschutzbeauftragten immer wieder Fälle, die zeigen, dass ein solches Klagerecht für unabhängig parteiliche Dritte mehr als notwendig ist. Wir finden diese Beispiele in allen möglichen Bereichen, bei den sogenannten Privatzuchten, bei Zirkuswildtieren, bei Tierversuchen oder in der Nutztierhaltung. Die Vorstellung, dass die finanziell ausgedünnten Kreise und Städte den Tierschutz in allen diesen Feldern, und das heißt Prävention, Kontrolle, Sanktion und eventuell rechtliche Klärung, allein und in der Breite stemmen können, geht fehl. Sie verkennt auch, dass man im Zeitalter der Massentierhaltung mit globalen Märkten und großen Unternehmungen zu tun hat, deren Ressourcen oft über denen eines Kreisveterinäramtes liegen. Hier gilt es sozusagen, etwas mehr für die Chancengleichheit und auch für Öffentlichkeit zu sorgen. Wobei selbstverständlich zu betonen ist, auch die Tierhalter haben ein Interesse daran, dass rechtliche Rahmenbedingungen ihrer Arbeit geklärt werden und dass Missstände Einzelner nicht eine gesamte Branche treffen. Wir sehen auch in den Ländern, in denen ein Verbandsklagerecht existiert, dass verantwortungsvoll und behutsam mit ihm umgegangen wird. Neben diesen ganz konkreten Möglichkeiten der rechtlichen Intervention hätte ein Verbandsklagerecht wohl eine noch viel nachhaltigere Wirkung. Bereits in der Planungsphase von relevanten Projekten würden bestenfalls die Belange des Tierschutzes stärker mitgedacht, sei es im Bereich von Tierversuchen, wie gesagt bei der Nutztierhaltung, und sei es bei den Tiertransporten. So könnte ein wirklich wichtiger Wettbewerb der Ideen im Tierschutz entstehen, und das rein präventiv. Natürlich ist ein Klagerecht für anerkannte Tierschutzverbände kein Allheilmittel. Wir sehen an der jüngsten Entscheidung zur Massentötung von männlichen Küken, dass rechtliche Entscheidungen auch anders ausfallen können, als es den Tierschützern lieb ist. Aber ein Fortschritt wäre es allemal und auch angemessen, um dem Tierschutz als Verfassungsinhalt den nötigen Nachdruck zu verleihen. Gewiss haben wir es mit einer schwierigen Konfliktlage zu tun. Es geht um Fragen der Ernährung, von Landwirtschaft und Massenproduktion und um das Verhalten unseren Mitgeschöpfen gegenüber. Weil dies aber letztlich zutiefst ethische Fragestellungen sind, sollten wir es uns nicht leicht machen. Wenn die Chance besteht, die Schutzrechte unserer Mitgeschöpfe auszuweiten und wahrzunehmen, dann finde ich, sollten wir sie nutzen. Ein Verbandsklagerecht würde hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat in der vergangenen Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zum Verbandsklagerecht vorgelegt. Unser Entwurf wurde mit den Stimmen der damaligen Regierungsfraktionen abgelehnt, obwohl er in der Ausschussanhörung viel Zustimmung erfahren hat. Es ist absehbar, dass es einem Oppositionsentwurf heute das gleiche Schicksal ereilt. Es geht uns aber beim Verbandsklagerecht gerade nicht darum, kleine parteipolitische Münze zu spielen. Es geht uns um eine Stärkung des Tierwohls und des Verfassungsziels des Tierschutzes.
Wir fordern daher die Landesregierung auf, einen Entwurf für ein Verbandsklagerecht vorzulegen. Unsere Vorstellung dazu hatten wir präsentiert. Wir würden uns freuen, Ihren Vorschlag kennenzulernen und zu diskutieren, zumal mit den GRÜNEN in der Landesregierung, die auch einen Entwurf für das Verbandsklagerecht in der 18. Wahlperiode vorgelegt hatten. Meine Damen und Herren, die geschätzte Kollegin Hammann fand bei der Debatte zum Verbandsklagerecht im Jahre 2013, dass die damalige Regierung rückständig, erschöpft und verbraucht agiere. Ich wünsche mir für diesen Anlauf beim Verbandsklagerecht, dass nicht nur die Landesregierung, sondern das gesamte Haus fortschrittliche und notwendige Entscheidungen trifft. Meine Damen und Herren, kommen Sie zum Schluss, Frau Müller. Letzter Satz. Die Landestierschutzbeauftragte befürwortet es. Wir fordern es. Die Tierschutzverbände fordern es ebenfalls, und die Tiere brauchen es. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Danke sehr. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland hat das beste Tierschutzrecht in Europa. Dieses konsequent anzuwenden, anstatt die Gerichte mit Klagen zu beschäftigen, das wäre sicherlich zielführender. Nicht umsonst ist der Tierschutz eine Verpflichtung von Verfassungsrang. Ob ein Verbandsklagerecht den Tierschutz in Hessen jedoch verbessert, ist fraglich. Auch ein Verbandsklagerecht wird leider Gottes Verstöße gegen das Tierschutzrecht letztlich kaum verhindern. Meine Damen und Herren, im Übrigen wird es der SPD wahrscheinlich mit diesem Antrag gehen wie uns mit dem Gesetzentwurf zum Ladenschluss. An der Stelle kann ich nur sagen, man begegnet sich ja immer zweimal im Leben. Aber liebe Kollegen, warum Sie jetzt nicht in der Lage waren, einen eigenen Gesetzentwurf hier vorzubringen, sondern die Landesregierung auf. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Also, Sie sind ja Kompetenzen ansonsten in den anderen Ländern auch vorhanden. Aber, meine Damen und Herren, ich stelle mir die Frage, ob Amtstierärzte, Tierschutzbeiräte nicht bis jetzt auch schon ausreichend sind, um Fälle von Tiermissbrauch, Tierquälerei aufzudecken und abzuwenden. Tierversuche können ja beispielsweise schon oder müssen von der Tierschutzkommission genehmigt werden. Also, wenn ein Verbandsklagerecht am Ende aller Tage nur zu mehr Bürokratie führen würde, dann wäre das mit uns sicherlich nicht zu machen. Ich denke eben auch an die Diskussion, die wir auch im Umweltausschuss schon geführt haben, wenn dann am Ende Landwirte von Verbänden an den Pranger gestellt werden und in einer Dauerschleife sich verteidigen müssen, dann ist es wenig zielführend. Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion wird sich aber effektiven, kostenneutralen Lösungen für ein Mehr an Tierschutz sicherlich nicht verschließen. Und dann bin ich gespannt, wie die Beratung zu diesem Antrag weitergeht. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dietz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Tierschutz ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Wir als CDU stehen zum Schutz all unserer Mitgeschöpfe und setzen uns dafür ein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier vorab festhalten, die Bedeutung des Tierschutzes sollte hier unter allen Fraktionen Konsens sein. Wir haben deshalb klare Regeln geschaffen, die das Wohlergehen der Tiere, insbesondere der Nutztiere, aber auch der Versuchstiere, sofern Tierversuche nicht vermeidbar sind, der Haustiere oder Zirkustiere in den Mittelpunkt des Handels stellen. Wir haben die Standards an vielen Stellen erhöht, weil Tierwohl in unser aller Augen und im Anspruch der Gesellschaft spürbar noch wichtiger geworden ist. Wir haben das strengste Tierschutzgesetz der Welt. Wir haben Regeln und Verordnungen für jeden Schritt und jede Lebenssituation eines jeden Tieres. Da sind viele Regeln dabei, über die Menschen in anderen Teilen der Erde unverständlich mit dem Kopf schütteln. Aber ich sage sehr deutlich, dass es richtig ist, dass wir hier klare und strenge Regeln haben.
Wir haben uns zu dieser Aufgabe bekannt und auch in dieser Legislaturperiode einiges angestoßen. Ich erinnere einmal an den Bundesratsvorstoß zum Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung von Rindern oder auch den Antrag zum Verbot des Haltens verschiedener Großwildtiere in Zirkussen. Ja, wir müssen diese Regeln kontrollieren und für ihre Einhaltung sorgen. Auch das machen wir in einem vielschichtigen System aus Zuständigkeiten, Eigenkontrolle, amtlicher Kontrolle über mehrere Instanzen. Jetzt haben Sie von der SPD 2011 einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Sie ein Verbandsklagerecht für die Tierschutzorganisationen gefordert haben. Dieser Gesetzentwurf ist damals in einer Anhörung von vielen Experten sehr deutlich kritisiert worden, und die Regierungsfraktionen haben ihn abgelehnt. Jetzt meinen Sie wohl, es sei ausreichend Gras über die Sache gewachsen, und Sie könnten noch einmal einen Vorstoß wagen, um die Koalition etwas zu ärgern. Aber so wichtig, dass Sie wieder ein Gesetz schreiben und das vorlegen, war Ihnen Ihr Anliegen dann wohl doch nicht. Können Sie das nicht mehr? War Ihnen die Zeit zu schade, oder wollten Sie einfach die durchaus spannenden Fragen nicht beantworten, wie und wo Sie es konkret umsetzen wollen? Stattdessen nur ein Antrag mit der unbestimmten Forderung, man möge das doch bitte irgendwie mal machen. Das hat wenigstens den Vorteil, dass wir uns nicht mehrfach, sondern nur hier und jetzt damit befassen müssen. Heute Vormittag zum Thema Milchpreiskrise, das hat Kollege Kurt Wiegel schon angesprochen, waren Sie zumindest in der richtigen Richtung unterwegs. Das gilt für den Antrag zum Verbandsklagerecht nicht. Hier sind Sie genau in der falschen Richtung unterwegs. Und Sie nehmen Entwicklungen der letzten 24 Monate einfach nicht zur Kenntnis. Das Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung von Rindern beispielsweise ist eine Initiative des Runden Tisch Tierwohl. Sie sollten an den Sitzungen der Großen Runde teilnehmen. Die Landtagsfraktionen sind mit je einem eigenen Vertreter dazu eingeladen. Dann hätten Sie erleben können, mit welch großer Sachkenntnis und lösungsorientiert und gegenseitiger Achtung Vertreter von Behörden, Verbänden und sonstigen Einrichtungen darüber beraten, wie das Tierwohl in Hessen deutlich verbessert werden kann. Den am Runden Tisch Tierwohl beteiligten Tierhaltern angesichts ihrer Bereitschaft zu konstruktiver Mitarbeit mit ihrem Antrag einen verbalen Nackenschlag zu versetzen, zeugt von einer beachtlichen Missachtung der Beratungsergebnisse am Runden Tisch. Es wird Sie nicht überraschen, dass meine Fraktion Ihren Antrag ebenso ablehnen wird, wie wir damals Ihr Gesetz abgelehnt haben. Warum? Erstens. Es ist schlicht unnötig, weil Gesetzesverstöße schon jetzt geahndet werden können. Tierquälerei ist strafbar. Wenn das jemand sieht und beweisen kann, steht der Rechtsweg offen, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft. Da brauche ich kein Verbandsklagerecht. Zweitens. Sie wollen den Verbänden ein Recht geben, das ihnen nach unserer Rechtsordnung nicht zusteht. Der Verweis auf die Naturschutzverbände geht dabei fehl. Außerdem hat das Land hier schlicht und einfach gar keine Rechtsetzungskompetenz. Das haben Ihnen 2011 die Experten schon ins Stammbuch geschrieben, aber Sie haben es inzwischen wohl vergessen. Deshalb waren 2011 die Juristen gegen Ihren Vorschlag. Drittens. Sie würden damit zwar sicher keine unbewältigbare Flut, aber doch eine Vielzahl von Verfahren provozieren. Sie schaffen Rechtsunsicherheit für diejenigen, die täglich mit Tieren zu tun haben. Sie verzögern und verteuern Maßnahmen, z.B. in der Landwirtschaft, aber auch in der Forschung. Deshalb waren 2011 Landwirtschaft, Wirtschaftsunternehmen und Universitäten gegen Ihren Vorschlag. Viertens. Sie belasten die Kommunen, weil sie deren Entscheidungen in allen Phasen mit Verbänden aus Ehrenamtlichen rückkoppeln und verteidigen müssten. Deshalb waren 2011 alle kommunalen Spitzenverbände gegen Ihren Vorschlag. Herr Dietz, kommen Sie zum Schluss. Nicht, weil uns das Wohl der Tiere nicht am Herzen liegen würde, sondern aus all diesen Gründen waren wir damals gegen Ihren Vorschlag und sind es auch heute noch. Wir können das im Ausschuss weiter besprechen. Es wird aber wohl nichts daran ändern, dass wir Ihren Antrag ablehnen. Danke, Herr Dietz. Für die GRÜNEN erteile ich Frau Hammann das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, sehr geehrte Frau Müller! Ja, auch wir GRÜNEN halten die Einführung einer Verbandsklage für den Tierschutz für notwendig. Diese Position vertreten wir seit vielen Jahren. Das ist belegbar.
Wir haben auch damals einen eigenen Gesetzentwurf dazu eingebracht. Das hat Frau Müller ebenfalls schon erwähnt, weil wir der Meinung sind, dass es ein Klagerecht, dass kein Klagerecht vorhanden ist auf der Seite, die für den Tierschutz die rechtlichen Möglichkeiten auch einführen oder einklagen wollen. Das gibt es nicht. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie haben natürlich, lieber Kollege Rudolph, es hat natürlich immer auch eine andere Seite. Ich frage Sie, warum agieren Sie nicht auf Bundesseite, wo Sie eben auch die Möglichkeit haben? Immerhin sind Sie eine Regierungspartei und hätten die Möglichkeit, dort natürlich auch Veränderungen vorzubringen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass gerade Frau Dr. Martin in der letzten Umweltausschusssitzung darauf hingewiesen hat, dass es auch notwendig wäre, eine bundesweite Regelung hierfür zu treffen. Deshalb frage ich Sie noch einmal, warum nutzen Sie nicht Ihre Chance, die Sie hier haben, statt einen Antrag mal soeben einzubringen in den Hessischen Landtag mit dem Ziel, eine Verbandsklage einzuführen? Ich muss Sie auch darauf hinweisen, dass es auf Bundesebene gerade dieses Gutachten gibt, des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vom März 2015 mit dem Titel Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Genau darin wurde auch dieses Verbandsklagerecht im Tierschutz gefordert. Also haben Sie eine Möglichkeit, auf Grundlage dieses Gutachtens auch auf Bundesebene hier vorzugehen. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass gerade Heiko Maas gesagt hat, er wird sich für eine Tierschutzverbandsklage einsetzen. Nur wenn man jetzt schaut, welche Aktivitäten auf Bundesseite von Seiten der SPD dazu entwickelt wurden, dann muss man sagen, das ist Fehlanzeige. Sie finden keine Aktivität gerade in dieser Richtung. Deshalb sage ich Ihnen, ich werfe Ihnen direkt auch vor, Sie haben diesen Antrag nicht eingebracht, um hier dem Tierschutz eine Chance zu geben, sondern Sie sehen hier eine parteipolitische Chance für sich hier in Hessen, für den Tierschutz zu punkten. Meine Damen und Herren, und Sie versuchen auch, und das sage ich ganz deutlich, und das ist Ihnen auch bekannt, das ist politisch legitim, auch einen Keil zwischen CDU und Bündnis 90 zu Grünen zu treiben. Und einen Keil, der nicht angebracht ist, denn wir machen zusammen eine sehr gute Tierschutzpolitik. Man kann genau darstellen, was wir getan haben. Die Versäumnisse, die Sie eben angesprochen haben, das, was zu regeln wäre, liebe Kollegin Müller, gerade das von Ihnen angesprochene Verbot der Tötung männlicher Eintagsküken, hätte über die Änderung des Bundestierschutzgesetzes geregelt werden können. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber CDU und Bündnis 90 die Grünen haben hier, das Ministerium hat hier einen Erlass herausgegeben, der zum Inhalt hat, sobald die Praxisreife da ist, dass das Töten dieser männlichen Küken verboten ist. Das heißt, die Geschlechtsbestimmung im Ei, sobald die Praxisreife hat, wird es dieses Töten, dieses sinnlose Töten dieser Küken nicht mehr geben. Das Gleiche kann ich Ihnen sagen, was den Schenkelbrand bei Pferden angeht. Auch das hätte über das Bundestierschutzgesetz geregelt werden können. Doch es gibt weiterhin den Schenkelbrand. Was haben wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten getan? Das Ministerium hat einen Erlass herausgegeben, in dem sie eben sagt, bei der Staatsprämierung werden nur noch die Pferde und Ponys prämiert, die eben keinen Schenkelbrand haben. Das gilt für all diese Tiere, die ab dem 2015 geboren wurden. Meine Damen und Herren, die unabhängige Landestierschutzbeauftragte Frau Dr. Martin hat dem Tierschutz in Hessen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Wir hatten sie in der letzten Umweltausschusssitzung. Da wurde auch dieser Bericht diskutiert, und es gab viele Nachfragen auch in diesem Bereich. Und in diesem Bericht ist doch erkennbar, dass Schwarz-Grün hier eine sehr gute Tierschutzpolitik aufweisen kann. Hier ist viel umgesetzt worden, und darauf sage ich, sind wir sehr stolz. Ich werde nicht alles erwähnen können, aber Sie geben mir auch damit jetzt die Gelegenheit, durch Ihren Antrag auf ein paar Dinge hinzuweisen. Es gibt jetzt in Hessen eine neue Stiftung Hessischer Tierschutz. Sie unterstützt die Tierheime in Hessen. Eine Entlastung der Tierheime wird es auch geben oder gibt es auch über die Rechtsverordnung zur Kastration von Katzen. Sie gibt endlich den Kommunen die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass Freigängerkatzen registriert, gekennzeichnet und kastriert werden. Das Katzenelend kann damit eingedämmt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben im Hochschulgesetz einen Paragraphen neu aufgenommen, der die Alternativen zu Tierversuchen vorschreibt.
Und das ist ganz wichtig. Wir können Frau Hammann, Tierversuch... Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Wir können durch die Einrichtung der zwei Stiftungsprofessuren zur Erforschung solcher Alternativen sehr viel Gutes bewirken, und die Tierversuchszahlen werden zurückgehen. Ich kann Sie nur auffordern, wenden Sie sich an die, die zurzeit auch auf Bundesebene die Verantwortung haben. Was wir tun können in Hessen, das tun wir. Denn wir haben ein Herz für den Tierschutz, und wir werden all das umsetzen, was in unserer Möglichkeit steht. Ich fordere Sie mit Nachdruck auf, gehen Sie diesen Weg, da Sie sehr erfolgsversprechend, das Bundestierschutzgesetz könnte bessere Regelungen vertragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Hammann. Für DIE LINKE hat sich Frau Cárdenas zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit 13 Jahren steht der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz. Die Situation für die Tiere hat sich seitdem aber nicht verbessert, eher im Gegenteil. Woran das liegt? Geht es in einem Gesetz um den Schutz der Schwächeren, steht und fällt die Umsetzung der für sie geschaffenen Schutznormen mit ihrer gerichtlichen Absicherung. Deshalb haben wir bereits direkt 2008 einen Antrag zum Verbandsklagerecht in den Tierschutzbeirat eingebracht, einer unserer ersten Anträge überhaupt, und damals unterstützt von den GRÜNEN und der SPD. Sie alle kennen Berichte über das Grauen in der Massentierhaltung oder bei Tierversuchen. Die meisten Menschen verschließen davor ihre Augen, schalten den Fernseher ab oder auf ein anderes Programm um. Das ist ja das Bequemste. Die Bilder von Tieren, die noch leben, während sie zerteilt werden, die Bilder von Affen mit Hauben auf dem Kopf, von wo aus Elektroschocks ins Gehirn geschickt werden, diese Bilder sind ja auch wirklich nur schwer zu ertragen. Wir, die Politikerinnen und Politiker, tragen aber die Verantwortung für diese Quälerei. Wenn wir diese Bilder nicht ertragen wollen, dann müssen wir die richtigen Gesetze machen. So einfach ist das. Der Zweck des Tierschutzgesetzes besteht darin, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Es weist damit auf den Wert der Tiere, auf deren ethisch begründeten Schutz hin. Dieser Leitgedanke fordert von uns allen die treuhänderische Wahrnehmung der Interessen der Tiere. Sonst läuft er ins Leere und verkehrt sich ins Gegenteil, meine Damen und Herren. Nach dem Tierschutzgesetz sind Tierhalter verpflichtet, Tieren die Ausübung artgemäßer und verhaltensbedingter Grundbedürfnisse zu ermöglichen, also das eigene Tun an den Interessen der Tiere zu orientieren. Aber wenn der Tierhalter starke wirtschaftliche Interessen verfolgt, fehlt es praktisch allzu oft an dieser Orientierung. Dieser Schutzgedanke steht nämlich in einem Konflikt mit den wirtschaftlichen Interessen der Tiernutzer. Dieser schwerwiegende Konflikt kann aber zurzeit nicht vor Gericht abwägend ausgetragen werden und wird daher automatisch zu Ungunsten der Tiere entschieden. Der Grund liegt zum einen in dem hohen Wert, der den wirtschaftlichen Interessen von dem Wettbewerb stehenden Unternehmen gegenüber dem Tierschutz eingeräumt wird, und zweitens darin, dass es bisher nur wenig konkrete rechtliche Vorschriften für die Mindestanforderungen an die Haltung der Tiere gibt. Damit haben auch die Behörden nur zu vage rechtliche Vorgaben, die sie durchsetzen können. Und während die Tiernutzer ein unbegrenztes Klagerecht gegen behördliche Verfügungen haben, wurde den gequälten Tieren oder ihren treuhänderischen Vertretern bisher kein Klagerecht zugesprochen für den Fall, dass die Behörden nicht in ausreichendem Maße tätig werden, und das trotz grüner Mitverantwortung in der Landesregierung. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, wir haben doch die Behörden, die dieses Aufgabensachgerecht wahrnehmen. Da brauchen wir kein Verbandsklagerecht. Die Exekutivorgane sind aber Irrtümern und vor allem widersprüchlichen Interessen ausgesetzt. Sie sind weisungsabhängig und insoweit nicht ausnahmslos als unabhängige Treuhänder der Tiere zu sehen. Sie sind häufig geradezu darauf angewiesen, eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, wie sie durch das Verbandsklagerecht herbeigeführt werden könnte, zu erhalten, um ihrer Pflicht der Gesetzesanwendung im konkreten Einzelfall und notfalls auch gegen die Bedenken von Vorgesetzten oder gegen massiven Druck durch Tiernutzer nachkommen zu können. Diese offensichtlichen Konflikte sind in ein widersprüchliches Verhalten des modernen Menschen zum Tier eingebettet. Einerseits verbringen die sogenannten Nutztiere ihr Dasein abgeschottet in großen Produktionsanlagen. Das Brüllen und die Schreie der Tiere, etwa vor und bei ihrer Schlachtung, ist an die Peripherie städtischer Gebiete und in geschlossene Hallen verlegt worden, nicht ohne Grund. Gleiches gilt auch für Tierversuchsanlagen. Wir alle bekommen davon nichts mit, meine Damen und Herren.
Zugleich sind einige Tiere die Mitbewohner des Menschen und überraschen uns immer wieder mit ihrer Intelligenz und Lernfähigkeit. Wir kommunizieren mit Hund und Katze auf der Du-Ebene. Wir teilen mit ihnen Leid und Freude. Während also in der Maschinerie der Agrarindustrie und den Tierversuchslaboren das Tier zu einem anonymen, empfindungslosen Sachobjekt degradiert wird, wird dem Haustier nicht selten der Rang eines echten Familienmitglieds eingeräumt. Deshalb es kann nicht länger als rechtsverträglich gelten, dass wir willkürlich ausgewählten Einzeltieren ein dem Menschen ähnliches Empfindungsvermögen zusprechen, anderen ihnen gleichen oder vergleichbaren Tieren, etwa im Bereich der Nutzer der Versuchstiere, lediglich einen theoretischen, aber keinerlei praktischen Schutz gewähren, weil jede unabhängige Kontroll- und Klagemöglichkeit fehlt. Denn ein zwar vom Tierschutzgesetz gewährter, aber rechtlich nicht durchsetzbarer Schutz ist überhaupt nichts wert. Meine Damen und Herren, wir brauchen das Verbandsklagerecht jetzt und gerne auch auf Bundesebene. Danke schön. Danke, Frau Cárdenas. Für die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Tierschutz ist Staatsziel und hat damit zu Recht Verfassungsrang. Und das ist damit auch ein klarer politischer Auftrag an alle Handelnden, den Tierschutz kontinuierlich zu verbessern. Und das ist auch Ziel der Hessischen Landesregierung. So ist es in unserer Koalitionsvereinbarung aufgeschrieben. Und ich versuche das auch als zuständige Ministerin, packe durchaus brisante Themen an, und in vielen Bereichen haben wir auch schon Verbesserungen erreichen können. Es gibt z.B. eine freiwillige Vereinbarung mit der Landwirtschaft, das Enthornen von Kälbern nur noch durchzuführen, wenn die Tiere dabei keine Schmerzen haben. Die Tierschutzstiftung hat ihre Arbeit aufgenommen. Damit helfen wir finanziell klammen Tierheimen in Not. Auch das ist ein wichtiger Schritt, damit die Fundtiere tatsächlich auch gut behandelt werden können in den Tierheimen. Wir haben einen runden Tisch Tierwohl installiert, der sich um die Haltung von Nutztieren kümmert. Und fachübergreifend wird hier diskutiert von Experten, vom Tierschutzverein über Behördenvertreter bis hin zum Berufsstand der Landwirtschaft gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten, sei es bei der Frage Schnäbel kopieren z.B. oder auch Schwänze kopieren. Das ist mitunter ein steiniger Weg, aber ich glaube, er lohnt sich. Die Ergebnisse zeigen das jedenfalls. Ich kann Ihnen noch viel mehr aufzählen, meine Damen und Herren, und ich habe hier heute auch die Möglichkeit, das zu tun anhand dieses Antrags. Wir haben z.B. den Weg geebnet für die Kommunen, dass es entsprechende Verordnungen geben kann, damit man sich dem Elend freilaufender Katzen annehmen kann. Das heißt, die Kastrationsverordnung ist in Kraft. Wir haben im Bundesrat erneut gefordert, dass Elefanten, Bären oder Affen nicht mehr im Zirkus vorgeführt werden dürfen. Wir werden nicht ruhen, bis das endlich dann auch einmal in die Tat umgesetzt wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn die SPD auf Bundesebene entsprechend in der Großen Koalition auf ihren Koalitionspartner einwirken könnte, damit dieses auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Gleiches gilt für den Beschluss zum Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung. Auch dieses ist auf Antrag Hessens im Bundesrat mit ganz großer Mehrheit beschlossen worden. Auch hier warten wir darauf, dass der Bundeslandwirtschaftsminister dieses umsetzt. Auch hier würde ich mich darüber freuen, wenn die SPD auf Bundesebene das mit befördern würde. Wir haben hier in Hessen, was die Tierversuche angeht,
eine Strategie jetzt angelegt, dass wir langfristig diese durch alternative Verfahren ersetzen wollen. In drei wissenschaftlichen Einrichtungen wird dieses jetzt erprobt im Sinne der Vermeidung, Verringerung und Verfeinerung von Tierversuchen. Mit Millionenprogrammen werden wir bis 2020 die Erforschung von Tierversuchsalternativen voranbringen. Das heißt, wir machen tatsächlich in Realität etwas. Was wir nicht tun können, das ist heute hier klar. Wir werden kein Verbandsklagerecht einführen. Das ist im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, auch wenn ich als zuständige Ministerin das durchaus begrüßen würde, das sage ich hier ganz offen, weil Wissenschaftler zum Beispiel sich das Recht einklagen oder versuchen können, ihr Recht einzuklagen, wenn ein Tierversuch zum Beispiel abgelehnt wurde. Tierschutzverbände aber wiederum nicht klagen können, wenn sie glauben, es wurde zu Unrecht ein entsprechender Tierversuch genehmigt. Hier besteht ein Ungleichgewicht. Von daher wäre es sinnvoll, ein Gleichgewicht zu haben. Das ist im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Und die SPD, die ja in Koalition auch woanders ist, weiß genau, was das dann bedeutet, dann wird es halt nicht gemacht in dem Fall. Da haben wir auch überhaupt jetzt überhaupt nichts irgendwie zu verschwiemeln oder wegzudrücken. Das ist Fakt. Aber das, was wir machen können, gestaltend zugunsten des Tierschutzes in Hessen, real, das machen wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, auch mit Elan. Und das werden wir auch weiter tun die nächsten zweieinhalb Jahre. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Grumbach noch einmal zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Ursula! Genau nach dem Beitrag der Ministerin war es mir noch einmal ganz wichtig, einfach, dass wir die Spielregeln, die wir uns selber setzen, akzeptieren und nicht so tun, als ginge es anders. Wir haben die Situation, eine Partei ist in Berlin in der Koalition, die andere ist in Hessen in der Koalition. Beide wollen das Verbandsklagerecht. Und ich finde es gut, wie die Ministerin auftritt und sagt, ich will das, ich bin in der Koalition gebunden. Was ich nicht gut finde, ist zu sagen, na ja, wenn ihr in der einen Seite gebunden seid, sozusagen, dann müsst ihr da antreten und hier dürft ihr es nicht machen, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Wir leben davon, dass wir in öffentlicher Debatte dafür sorgen, dass politische Positionen breiter werden. Und dazu würde es schon helfen, wenn ihr jenseits der Koalitionsdebatte, so wie die Ministerin das gerade gemacht hat, sagt, Leute, wir sind gebunden, aber wir finden es richtig. Das wäre eine bessere Idee gewesen, als das Spiel Berlin gegen Hessen zu spielen. Vielen Dank. Danke, Herr Grumbach. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Verabredet ist, dass der Antrag 19-3156 in den ULA überwiesen wird. Das machen wir so.